bleiben Sie einfach daheim. Mann! Für Zahnmann, für den Kabel. Leute, was geht ab? Willkommen bei dem neuen YouTube-Video. Nachdem ihr das letzte Video so krank gefeiert habt, machen wir jetzt jede Woche, wenn es geht. Leon ist jetzt auch nicht das Schnellste beim Schneiden. Nein, Spaß, das hat er super geschnitten. War, glaube ich, ganz geiles Video. Und heute wollten wir eigentlich in die Schweiz fahren, aber ich habe auf der linken Hinterradseite Reifenverlust. Das heißt, wir haben eigentlich bald einen Platten hinten am Auto und fahren jetzt erstmal zur Autowerkstatt. Das ist wieder so typisch Allgäu, wirklich. Was man Zeit verbringt, hinter Traktoren herzufahren. Vor allem kann man hier nicht mal überholen. Außer man heißt Schäfchen und fährt mit seinem Dodge Ram links einfach durchs Feld durch. Udo, danke! One hour later. Fertig, alte Karre ist wieder back in game. Wir gehen jetzt in den kleinsten Bikepark Deutschlands oder Europas. Ciao, ciao. Ich will raus! Ich muss raus! Ja, ich muss raus! Ja klar, jetzt ist die Ampel und er fährt. Rechts abbiegen auf am Zettelbach. In 3,6 Kilometer links abbiegen auf. Soll ich das machen? Krank. Das ist der MTB, ne? Ich bin der Corby. Und der Leon ist auch dabei. Bruno? Ich bin der Kameramann. Na, also von der Art her ist es so. Ihr kriegt bei uns immer so einen Poppel mit aufs Fahrrad drauf. Mhm. Der wird am Lenker hinten gemacht und bleibt dann auch am Lenker. Also. Und darf man das behalten? Oder? Also das wäre super, wenn es uns am Ende zurückgibt, weil es brauchen wir einfach wieder. Ihr habt nur zwei. Geil, ja. Früher war das doch hier zum Einhängen, oder? Genau, ja. Genau, und das war ja das Problem, dass man halt dann den Lenker verkratzt. Oder jetzt jemand, wo halt jetzt speziell so Bikes hat, oder wo dann die Züge einfach anders geführt sind, das halt das Problem dann war mit Einhängen. Stimmt, oder so. Ja, das das mit der Schnur bleibt, hältst die Schnur und dann? Wenn jetzt gleich mal ein bisschen zurück und die Länge hat, jetzt wenn loslässt. Schlepplift-System, ultra, ultra geil. Braucht man halt so ein hässliches Ding vorne dran, aber ich finde, das stört eigentlich nicht wirklich. Und vor allem, ich dachte gerade vorher, so beim Sturz ist irgendwie, könnte es gefährlich sein, aber es geht ja voll nach vorne weg. Also, wenn du einen Vorbau reinkriegst oder das, ist, glaube ich, gerade relativ egal. Aber ja, ich bin gespannt, haben jetzt extra für uns den Lift laufen lassen. Also erstmal fette Props, war auch super spontan, weil wir eigentlich in die Schweiz fahren wollten. Genau, Leon wartet schon oben, der hat es überlebt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es auch überlebe und es ausgehängt bekomme. Boah! Aber echt ganz geiles System, oder? Mega nice. Wir sind jetzt im Bikepark Isny, Max Wild Arena, der kleinste Bikepark, den wir gefunden haben. Aber der hat 72 Höhenmeter, ist jetzt auch nicht so viel. Aber hat drei coole Strecken, ich glaube, das wird ganz geil. Ich war hier schon mit dem Elias Schwärzer mal. Ja! Aber wir machen jetzt noch einen richtig ausführlichen Bikepark-Check. Lüftsystem ist schon mal richtig cool. Und ja, schauen wir mal, was wird. Wir brauchen neue Memes, Leute. Schickt uns Memes mal durch. Hoppala. Unangenehm. Geil! Welche Lines sollen wir als erstes fahren? Ihr entscheidet. Wie sollen die entscheiden? Ne, geht ja gar nicht. Check mal die View. Das Allgäu. Ist nie im Allgäu. Da hinten ist das Schwarze Grat. Auch sehr beliebt unter Fahrradfahren. Fahren wir erstmal blau. Zum Eingrooven fahren wir blau. Let's go. Zum Eingrooven. Junge, was war das gerade? Da sind sie ein bisschen rutschig, aber
eigentlich echt ganz geil. Cool gebaut. Nice. Also, no joke. Da könnte ich noch ein paar Blumen von meiner Mutter mitnehmen. Geil. Hola. Die blaue Line, die Kurven sind eigentlich ganz geil. Wie in Hindelang haben wir halt das Problem, dass sehr viel Schotter im Anlieger ist. Oder die Anlieger halt allgemein durch, wie nennt sich denn das? Kies. Das ist kein Kies, Leon. Sand, Brechsand. Brechsand, perfekt. Die Kurven, Anlieger, die Strecke ist aus Brechsand gebaut. Was nicht schlecht ist, aber wenn es halt so trocken ist, vor allem jetzt gerade, hat es schon länger nicht mehr geregnet, dann ist das halt schon rutschig, aber ist jetzt nicht mega schlimm. Brechsand wird halt richtig geil, wenn es regnet und dann ein, zwei Stunden abtrocknen lassen und dann fahren, hat Brechsand den geilsten Grip ever. Ja, hier habe ich leider einen kleinen Brab gemacht, jetzt habe ich nicht mehr so viel Luft im Reifen, das heißt, wir müssen jetzt moderat die Kurven fahren. Leute, was mir auffällt, der Bikepark hat irgendwie keine Bremswellen. Also entweder wird das hier so gut gerichtet oder es fährt keiner. Nein, Spaß. Ich glaube ja, dass es gut gerichtet wird. Oh, die Leute fahren alle so gut Fahrrad hier und bremsen nicht in der Kurve. Nee, Vollgas, also gut gepflegt. Party People, wir fahren jetzt die rote Strecke und die rote ist eigentlich die einzige Strecke, da ist auch ein bisschen Brechsand, aber fast die einzige Strecke, wo aus so Lehm, also normalen Boden gebaut ist. Wir schauen mal, was wird. Natürlich auch, wenn es ein kleiner Bikepark ist und Family Bikepark, muss man sich so Zeug natürlich anschauen. Wir sind jetzt hier auf der schwarzen Strecke und wir haben hier ein richtig massives Gap. Nein, es ist nicht mega, mega klein, aber muss ich auf jeden Fall anschauen, weil abrollen geht hier mal wieder eher schwierig. Was ein bisschen doof ist, ist, dass hier relativ viel Schotter liegt. Also muss man auf jeden Fall das eher straight anfahren und nicht davor so eine Kurve. Aber ansonsten, cooles Teil. Komm mit, Leon. Flieg nicht hin. So, hier ist der Hip-Sprung. Ich würde jetzt tendenziell, würde ich wahrscheinlich eher den hier springen, weil der hier, du springst halt eher gerade eigentlich, gell? Außer du springst halt so eine Kurve in der Luft. Ja. Die Landung ist nicht super geil, liegt viel Schotter drin, also könnte ein bisschen rutschig werden, deswegen werde ich auch eher ein Easy-Ding machen und das einfach relativ straight so reinspringen. Ganz sportliche, ich weiß nicht, ob es mal jemand gemacht hat, ist da rein. Und darüber reingehen die rote Line, aber das sehe ich, sehe mich schon wieder mit dem Gesicht irgendwie da unten in die Steine. Genau, aber da unten so ein Sprung, Kurve, Kurve, das ist die schwarze Strecke. Ich würde sagen, fahren wir sie, oder? Ein bisschen Speed raus. Geil. Oh. Dann ein bisschen Speed raus. Geil. Also Leute, das war ultra knapp. Ich bin gerade da oben reingefahren, zu weit oben und hab so gemacht. Mach so, Auto so machen, ich mache so, aber... Wir analysieren das jetzt mal gescheit. Also ich bin hier weit oben reingefahren. Ich will jetzt nicht sagen zu weit oben, aber ich bin glaube irgendwie hier reingerutscht. Und dann bin ich halt weggerutscht und da habe ich Angst gekriegt. Hab so gemacht. Unfall. Unfall. Jetzt haben wir einen fetten Tabletop raus. Manual. Jo,
Also die schwarze Strecke ist eigentlich ganz cool. Klar, da unten ist ein bisschen flat dann. Hier der Jump ist ganz geil, aber im Großen und Ganzen echt coole Strecke. Was hast du da top to bottom? Wahrscheinlich 40 Sekunden, denke ich. Aber es ist ganz cool. Wir haben ja einen Lüfter, also gar keinen Stress, wenn das Ding 10 mal fährst. Dann schaut 2 Minuten Abfahrt am Tag. Ist auch ganz geil. Nee, ist cool. Andere Frage, Leute. Soll ich das Ding immer dran lassen? Vielleicht ist es wie jetzt so ein Mode-Accessoire. Finde ich ganz cool. Ich habe meine Fitlock-Flasche vergessen im Auto. Aber gibt es noch ein paar? Es gibt noch ein paar Fitlock-Flaschen. Ich habe jetzt die Produkte übrigens hier unter dem Video eingeblendet. Da könntest du direkt draufklicken. Richtig geil. Socken gibt es auch noch 15 Paar, 300 Paar machen lassen. Und die waren jetzt innerhalb von 3 Wochen weg. Also. Haben wir's. Let's go, oder? My crowd. Und wie ist die Stimmung? Wie ist die Stimmung? Ganz gut. Die Drops sehen ein bisschen, also der sieht geil aus, weil er nicht so hoch ist, aber der hier für das Landing ist fast ein bisschen zu hoch. Ich glaube, das wird ein bisschen ein Lumpser. Aber keine Holzlandung, aber diesmal flache Landung. Also die ist echt sehr flach. Die könnte man vielleicht auch ein bisschen steiler machen oder, ja, mit dem Speed komme ich nicht bis da unten rein. Aber wahrscheinlich lande ich genau auf der Regenrinne und es macht den hier. 140 mm habe ich im Heck. Die werden jetzt auf jeden Fall benutzt. Sehen wir jetzt. Nein! Wow! Also, Fazit zur Max-Wild-Arena in Isny. Bikepark Isny. Ich finde es eigentlich ganz geil für Nachmittag, für Family, Kids, ultra, ultra geil. Liftsystem ist geil, jetzt unten was zu essen. Die Leute sind super cool hier. Strecken, Parkkurven sind ein bisschen rutschig, wie ihr vielleicht gesehen habt, aber so im Großen und Ganzen ist ein cooler Park. Es sind mehr positive Dinge als negative Dinge. Ich würde dem Bikepark 3,5 Sterne geben. Finde ich eigentlich ganz geiles Ding. Was meine Lieblingsstrecke ist, das muss ich natürlich auch sagen. Ich finde die blaue echt am geilsten. Taugt mir am besten. Geile Berms. Kann man auch ein paar Brabs zünden, wer Lust drauf hat. Wer keine Lust drauf hat, fährt die Kurven einfach stinknormal. Bin mal gespannt, was sich hier noch entwickelt. Und man muss sagen, für 72 Höhenmeter hat der Buckel hier. Ist eigentlich crazy. Also cool, was reinbaut. Auf jeden Fall vielen Dank auch an das Team von der Max Wild Arena, die uns hier fahren lassen haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht filmen wir eh noch was. Es kommen jetzt wieder mehr YouTube-Videos. Leon ist motiviert. Ich bin eigentlich auch motiviert. Yes. Und ja, danke auch für das Feedback fürs letzte Video. Und schickt uns bitte Memes. Schickt uns Memes, die ihr cool findet. Ja, ich bin da auf jeden Fall ab dafür. Und schickt uns auch Videovorschläge. Also ist auch mal ganz geil. Schreibt einfach in die Kommentare rein, was euch taugt. Und schreibt uns auch rein, wo ihr schon überall im Bikepark wart. Und schreibt uns rein, wie alt ihr seid, weil wir brauchen einfach Engagement. Wir brauchen viele Kommentare, dann wird das YouTube-Video besser gerankt. Und ihr könnt natürlich auch wieder was gewinnen heute. Der Nagel oder die Schraube, wo im Reifen gesteckt ist. Also, schreibt einen Kommentar, warum ihr die Schraube haben wollt. Ich wünsche euch viel Glück. Auf Wiedersehen. Ich fahre jetzt da runter. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Leute, übrigens, das ist der Burger King mit der schlechtesten Bewertung. Leon, blendet euch das wieder ein, ihr glaubt da nichts mehr, wirklich. Ich war ja auch schon 3-4 Mal, das ist wirklich krank. Also, was erstmal? Zweimal das gleiche Menü. Das ist alles, danke. Dankeschön. Die Bestellung war schon okay. Die war gut, die Bestellung. Ah, die dauert so gottlos lang. Ne? Schau mal, wie die Autos da waren. Das ist krank. Also jetzt muss ich zahlen. Ne? Hi. Sehr freundlich. Bald, ja. 14.06 Uhr, 1 Minute hat sie noch.
Also, kurze Bewertung von dem Burger King. Also ich finde die Bewertung nicht gerechtfertigt, hier einen Stern zu geben, wie viele gemacht haben. Jetzt war ich gleich mal Felge haben bestimmt. Sondern ich würde dem Burger King, ich würde sogar 4 Sterne geben. Also 4 Sterne ist so servicetechnisch. Jetzt müssen wir natürlich schauen, ob es noch schmeckt. Aber das testen wir gleich und dann sind wir gleich zurück mit einer seriösen Bewertung des Burger Kings in Leutkirch. Wir sehen uns gleich. Wir haben das finale Urteil für den Burger King in Leutkirch und ich gebe ihm sogar 4 Sterne, weil der Burger ist super, wirklich, ist nicht lange rumgelegen. Das heißt, das Teil liegt da hinten schon 20 Minuten. Nee, ist super, super Burger. Pommes sind auch richtig gut. Cola schmeckt auch gut. Es ging relativ schnell. 4 Sterne. Welche Pommes sind besser? Burger King oder McDonald's? Leon und meine Meinung ist auf jeden Fall Burger King. Wir wollen euch da nicht beeinflussen, aber was findet ihr besser? Schreibt es mal in die Kommentare. Und nicht so ein Kommentar, wo man dann McDonald's-Button und Burger King-Button. Jeder muss eigenen schreiben. Jeder so muss einen ganz normalen Kommentar schreiben. Das ist klar. Und mit Begründung, warum sind die Pommes besser? Ja. Außer ihr seid so Menschen, wo aus dem Backofen die Pommes möchtet, dann oder mögt, dann seid ihr richtige Untermenschen. Ja, mach ich auch immer. Ja, aber es schmeckt halt nicht. Ja, es geht voll gut. Ja, das frisst kein Mensch. Wirklich. Schreibt das auch noch in die Kommentare. Fahren wir weiter, oder? Wir sind leider ein bisschen falsch abgebogen. Also, wo geht's weiter? Oh, hier, fuck, Feldweg. Dass die Brille, dass es nicht funktioniert im Dunkeln. Was darf ich eigentlich an? Dass die Brille im Auto nicht funktioniert. Das ist geil, wirklich. Da schmeckt es gleich viel besser draus. Ja, falls irgendjemand im Allgäu einen guten Aufbereiter kennt von so einem Auto, also von so einem Auto richtig gut aufbereiten kann, ich wäre sehr dankbar, weil die Karre sieht aus innen drin, das kann ich keinem erzählen und draußen wäre auch nicht schlecht. Ja geil, ey. Fahren wir heim, oder?